Ich möchte euch jetzt nicht erklären, wie die Merkmale von Kurzgeschichten sind, aber ich möchte euch einen Trick erklären, wie man sich die Merkmale so schnell merken kann und ganz einfach merken kann, ohne diesen ganzen Text hier auswendig zu lernen. Also alle Merkmale kann man aufzählen und man kann sie danach und man vergisst es auch nicht mehr. Ich habe mir mal, weil ich kein Deutschlehrer, sondern Mathe- und Physiklehrer bin, aus kapiert.de vom Verlag Westermann habe ich mir mal die Merkmale von Kurzgeschichten rausgezogen. Und ich habe hier, und jetzt Leute, wie man solche Sachen ohne Struktur, also hier sieht man ja keinen Rhythmus drin, hier reimt sich's nicht und so weiter, wie man das relativ schnell lernen kann, dazu mal ein grundsätzliches Video. Guckt hier auf diesen Link, klickt drauf, dieses Video wartet hier, ist überhaupt kein Problem. Aber vielleicht versteht ihr es auch jetzt schon ganz schön. Und zwar, ich habe mir diesen Text angeguckt und dachte, naja, das ist ein Merkmal, das. Wie kann man sich's am besten merken? Jetzt habe ich hier Worte fett geschrieben. Bei relativ kurz habe ich einfach Q fett geschrieben. Ich habe das jetzt mal fett geschrieben. Ihr könnt es unterstreichen, könnt ihr auch machen. Oder keine Einladung. Medias res. Medias res heißt in medias res, mitten hinein. Medi, in die Mitte. Oder dazwischen hinein. Exposition heißt übrigens herausstellen, erklären und ganz groß praktisch mit vielen Varianten beschreiben und so weiter. So, und jetzt habe ich hier Ex und hier Figu, hier Zen, Al, Pro, Spra, Ende. Also Sprach, Ende. Was das alles bedeutet, könnt ihr euch selber ablesen, haltet das Video an, lest es ab, ist mir egal, ist auch nicht wichtig. Aber kurz zur Methode. Ich habe hier also aus diesen fett dargestellten, also markierten Worten entsprechend Kunstworte gemacht. Und zwar Kumedex, drei Silben. Warum? Wichtig, hier nochmal in dem Link gucken. Figuzen, wieder drei Silben. Und jetzt fünf Silben. Alprosprachende. Alprosprachende. Wenn ich mir also auswendig merke, Kumedex, Figuzen, Alprosprachende, und zwar lerne ich das auswendig, indem ich es immer wieder vor mir her sage, aber in der richtigen Reihenfolge. Kumedex, Figuzen, Alprosprachende. Kumedex, Figuzen, Alprosprachende. Dann habe ich eine Leitlinie, auf was es ankommt. Und schon, das könnt ihr mit allen möglichen Texten machen, die ihr irgendwie herplappern müsst oder was auch immer. Das ist Grundwissen. Wenn ich Grundwissen drauf habe, dann kann ich dieses Grundwissen kombinieren. Wissen kombinieren heißt denken. Ich hoffe, dass euch dieser Tipp hilft. Und die wirklichen Merkmale von Kurzgeschichten, die könnt ihr hier selber ablesen, das ist nicht das Problem. Aber wie man sie so schnell wie möglich in der richtigen Reihenfolge selber wieder aufsagen kann, müsste eigentlich klar sein. Ich kann also bei Q, kann ich sagen, das war kurz. Med, dann habe ich mir schon ein Fremdwort gemerkt, in medias res, also mitten rein, mitten dazwischen. Exposition, ex. Exposition, aber keine, ne? Das wisst ihr aber, weil es ist eine kurze Geschichte. Figu, die Figuren, wenige. Zen, zentrales Thema oder zentralen Konflikt. All, alltäglich. Pro, alltägliche Probleme. Sprach, Alltagssprache, Umgangssprache. Und Ende habe ich hinten angefügt, damit es fünf Silben wären. Warum das so wichtig ist? Hier in diesem Link gucken, beziehungsweise jetzt zum Schluss werde ich den Link wahrscheinlich anfügen. Na gut, also, wenn es euch geholfen hat, hinterlasst mir mal irgendwie eine Nachricht oder sonst was, damit ich auch weiß, auf was ich noch eingehen kann oder ob ich, vielleicht habe ich auch totalen Blödsinn gemacht. Andererseits, 12.000 Schülern hat es geholfen, Studenten genauso. Warum soll es euch nicht auch so gehen? Ich wünsche euch was Schönes. Lernt etwas schneller dadurch und mit nicht mehr so viel Aufwand. Tschüss.